Multiplayer bei Resident Evil Revelations. Das ist der Theabis-Virus. Wir können damit ein Fünftel des Wassers der Erde infizieren. Verdammte Terroristen! Und jetzt wollen sie mit dem Virus noch einmal angreifen? Sie wollen alles über Terra Gritia wissen. Und sie wollen Rache. Raymond! Die Leiche, die du vorhin gesehen hast? Schicken Sie ein Team zum Balkon-Mocky-Flughafen. Suchen Sie nach einem Hinweis auf dieses Schiff. Ich schicke Quint und Keith. Oh, ich hasse Schnee. Dann pack lieber deine warmen Schlüpfer ein. Ah, ihr müsst so viel wie möglich über Veltro herausfinden. Ja, dann Episode 5. Verdammt, ist das kalt. Hier, Jackass. Wir sind beim Balkon in Mocky-Flughafen. Hier ist Fogball. Gute Arbeit. Erkundigt die Umgebung und macht mit eurer Mission weiter. Und, wie sollen wir jetzt hier weitermachen, O'Brien? Macht einfach, was ihr für das Beste haltet. Was hat so lange gedauert? Sind wir ja hier. Was ist mit Veltro? Weiß nicht. Wir haben nichts gefunden. Absolut nichts. Und was jetzt? Die unterirdische Kammer. Wir wollen sie gleich stürmen. Tja, das klingt ganz nach einem Job für uns, oder, Grinder? Halt, wir haben noch keine Autorisierung. Schon gut. Wir machen das, okay? Außerdem, wenn es irgendwas zu entdecken gibt, ist keiner besser als mein Kumpel hier, klar? Hey, ich bin hier, Grinder! So. Du bist Jessica also gefolgt. Weißt du jetzt wenigstens, wo sie wohnt? Ja, fast. Ich war ja ganz dicht auf den Fersen, aber dann ist sie bei der... Hey! Du hältst mich wohl für einen Stalker, hä? Das hast du gesagt. Los, gehen wir. Er ist auch ein bisschen creepy. Ich habe das Gefühl, dass gleich was passiert. Pass auf, wo du hintrittst. Wir müssen leise sein. Ja, ich weiß. Okay, was habe ich dann alles dabei? Schrot. G36? Ist das G36? Ach, die sehe ich hier nicht. Okay, alles klar. Gut, erstmal die kleine Handpeng-Peng. Mal gucken, was auf uns zukommt hier. Er ist über eine Dose gestolpert. Hast du nicht gesagt, dass wir leise sein müssen? Tja, selbst Homer kann mal einschlafen, weißt du? Und plötzlich... Das ergibt nicht mal Sinn. Plötzlich ist... Na komm. Da ein Schraubenzieher drin. Nee, ist klar. Okay, welcher Film ist das? Überall Schnee. Ein einsamer Außenposten und eine grausame Bestie. Ich hab gesagt, kein Film erraten. Wenn man den Schraubenzieher schon mal gefunden hat, dann kann man ihn ja gleich einsetzen. Mhm. Dürfen sich nicht überkreuzen, so war das eben. Thank you.
Vielleicht können wir uns Zugang zum Sperrgebiet verschaffen. Hm? Die Überwachungskamera hat was. Na dann mal los, zeig mal her. Das hier war auf den Überwachungsbändern. Das ist ein Frachter, oder? Ist das etwa Veltro oder was? Wow, hast du das gesehen? Eine BOW außer Kontrolle? Das war wohl nicht geplant. Das packst du und... Oh! Sie hatten überhaupt keine Chance. Der Absturz hat den gleichen Zeitstempel wie der, den Chris gemeldet hat. Ist das hier drin? Sieht ganz danach aus. Wow! Was zur Hölle ist das? Ein Poltergeist! Hey, Quint! Ich schalte um. Mal sehen, wo es hin ist. Hey, da hat einer überlebt. Psst, Ruhe! Mann, was zur Hölle war das? Hab ich nicht gesagt, du sollst ruhig sein? Oh. Oh. Da ist etwas. Aber ich weiß nicht was. Wir sehen es nicht. Oh. Na toll. Oh, übel. Jetzt gibt's hier auch noch ein Unsichtbar. Oh, das hat bestimmt wehgetan. Das sind echte Horroraufnahmen. Eins der Opfer hat sie dagelassen. Was ist das? Hey, das ist der Raum vom Überwachungsband. So, ich wünsche dir und euch noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Spiel. Das wünsche ich dir auch und eine angenehme Nacht und bis morgen, übermorgen, was auch immer. Genau. Alles klar. Alles klar. Er hat was verloren, auf Wiedersehen. Als er getötet wurde. Wo ist es? Dieses Geräusch da. Wasser? Ja. Es kommt von da drüben. Scanner und also die einzige Tür ist wieder mal diese da. Gut, macht sie wieder einen Base Jump. Ja, ins Wasser natürlich. Was soll das? Wo ist das Leck? Seid verdammt, Veltro. Wollt ihr das Schiff mit eurem neuen Virus versenken? Trotzdem der Meinung, ich müsste eigentlich schon ein Gewehr haben, aber ich hab's noch nicht.
Ich habe noch nichts Neues gefunden. Sieht wie ein Hebel aus. Ja, das stimmt. Das ist ein Hebel. Grundsätzlich. Achtung! Der Kehlraum wird geflutet. Die Schotten können während eines Stromausfalls nicht geschlossen werden. Der Strom kann im Maschinenraum eingeschaltet werden. Wir müssen den Maschinenraum schnell finden. Das klingt grundsätzlich vernünftig. Normale Munition wäre noch toll. Das Wasser steigt. Los, uns bleibt keine Zeit. Ach, nee, ernsthaft? Jetzt sind die auf. Was sind das? Urzeitkrebs oder was ist das? Der da kann schwimmen. Ich würde dem Wasser fernbleiben. Ja. Ach so, dem Wasser willst du fernbleiben? Auch interessant. Alter, wie soll ich denn schnell hinter mich gucken, hä? Neustart, aber funktioniert nicht, natürlich. Okay, also kann ich hier jetzt ausschalten, dann komme ich aber noch nicht da lang. Dafür komme ich dann aber unten lang. Gut, hier schaltet man den Strom ein. Aber nichts funktioniert. Mal sehen, ob ich das hinkriege, okay? Und probier du inzwischen die Steuerung da drüben aus. Okay, ich mach das. Okay. Die andere Tafel kriege ich natürlich nur untersucht, wenn ich da unten rumlaufe und mich freue. Alter, wie soll das funktionieren, bitte? So. Ich müsste eigentlich ja das Gewehr schon haben, aber ich hab's nicht. Also stimmt da irgendwas, definitiv nicht. Gut, davon mal abgesehen, dass Schrot sowieso mein Favoriten-Munitionsgedöns ist, aber... Yeah.
Sehr gut. Karte schon mal, weil das ist was. Und hoch. Da fehlt mal also das Zahnrad. Was sonst? Lass die Tante Jill in Ruhe. Ja, natürlich. Lass mich. Schon okay, ich hab's jetzt. Aber ich wollte vorher noch. Ich wollte eigentlich den goldenen. Wie komme ich denn zu dem goldenen Upgrade-Ding? Wie kommen wir denn da bitte hin? Das kann. Okay, kommen wir vielleicht später noch hin. Moin Nils. Entschuldigung, dass ich, wenn ich nicht so doll auf den Chat eingehe, weil ich für YouTube mit aufnehme. Wo sind die Schlüssel? So ein Mist. Ich glaube, man muss beide gleichzeitig starten. Dann brauchen wir wirklich den Schlüssel. Jetzt bin ich verwirrt, wo ich dann hin muss. Verdammt.
komme ich jetzt ja nicht weiter, weil der Dampf angeschaltet ist. Ja. Da bringt mir das doch gleich hin. Hier ist doch zu. Oder war hier eben nur zu und jetzt ist auf. Nee. Ist definitiv zu. Ach, da hinten war noch, glaube ich, ein Durchgang. Da kann es hin. Da war ich noch nicht drin. Okay. Warum habe ich das geahnt, dass da gleich so ein Viech auftaucht? Okay. Jetzt muss ich eine Waffe tauschen. Ich tausche meine Hand. Peng Peng. In die Aug. Ach, das ist doof. Ich will aber die hier mitnehmen. Vor allem, weil der Aug wird ja auch die normalen, die Dingsmunition rein. Oh, scheiße, ich wollte mich gar nicht heilen. Der Waffenschrank, der war auf der ganz anderen Seite. Ich will natürlich die Upgrades aus dem Ding mit haben hier. Vertan. Da, wenn das gelaufen ab und zu nicht wäre. Oben liegt auch ein Upgrade-Kit. Ach, okay, und hier muss ich dann hin. Alles klar. Jetzt hätte ich natürlich in einem Zug erledigen können, aber nein. Alter, wie schnell sind denn die? So schnell kann ich doch teilweise gar nicht reagieren.
Wo bist du, Jill? Wir müssen den Strom wieder einschalten. Ich weiß, ich will zur Kiste nur mal eben. Lass mich. Betäuben. Cool, betäuben. Schaden 2. Super. Ich will die MP5, genau. Dieses Zeug will raus. Dann lasse ich die MP5 nämlich hier. Die kleine Knarre nehme ich dann wieder mit und die Aug rüste ich auf mit Schaden. Fahren zu betäuben, fahren zu betäuben. Das ist nicht verkehrt. Betäuben mache ich mit der Schrot. Dann nehme ich hier. Mannstopp und betäuben. Nehme ich schon. Anstopp drin. Anstopp. Betäuben rein. Genau, machen wir das so. Ich hier nehme ich die kleine Knarre wieder mit. Und ich hätte trotzdem irgendwo bestimmt ein Gewehr noch gebraucht. Oder gefunden. Aber ich weiß nicht wo. So, ich komme zurück, um A anzuschalten. Bedeutet, ich muss jetzt den hier anschalten. Zurückrennen. Wie komme ich daran? Natürlich findet man im Wasser noch Sachen. Ganz klar. Off. So. Kein Dampf mehr. Gut.